Meine Damen und Herren, ein recht herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon X. Wir waren hier stehen geblieben, ich glaube, es war auf Route 21 gewesen, genau. Jetzt habe ich das Schild wieder in Erinnerung. Und ja, das ist die Route, kurz vor der Siegestraße. Und da müsste der Eingang zur Siegestraße sein. Von der anderen Seite waren wir ja bereits hineingekommen. Doch, meine Damen und Herren, jetzt ist es soweit. Dieses Tor ist der Zugang zur Siegestraße. Nur Trainern im Besitz aller 8 Arena-Orden wird hier Zutritt gewährt. Mal sehen, wie viele Orden du hast. 1, 2, 3, 4. Fantastisch, alle 8 Orden. Gut, dann lass mich mal überprüfen, ob du auch hältst, was du versprichst. So. Wir müssen erstmal gegen diesen Ast-Trainer bestehen. Auch er hat einen Eis-Pokémon. Jo, Phoenix, kurz vorm Verrecken, warum nicht? Mach mal Nitro-Ladung einfach. Wow, es ist ein Eis-Pokémon, das noch nicht mal sehr effektiv auf Feuerattacken reagiert. Nein, das kann natürlich nie sein. Es wird wahrscheinlich eher vom Typ Gestein sein. Dann wollen wir doch mal Kroko rausholen, Mega-Entwicklung einsetzen und es wegsurfen. Hallo, Tuk-Tuk! So, Surfer. Das hätte fast geklappt, aber jetzt gibt es doch erstmal Tarnsteine. Was übrigens sehr nervig für einen Glurak ist. Diese Tarnsteine-Schwäche. Raichu wird eingesetzt. Wir wechseln. Wir wechseln mal auf Dragoran. So, ich würde mal sagen, brachialer Wutanfall auf Raichu. Oder? So, ich krieg leider Tarnsteine ab. Das ist nicht so toll. Wutanfall. Super, Statik wirkt. Warum auch nicht? Also sind wir paralysiert. Aber Raichu ist besiegt. Das ist die Hauptsache. Es gibt viele Erfahrungspunkte. Ach ja, wunderbar, dass ausgerechnet Seedrak hinkommt. Kann Eisstrahl, das wird ein One-Hit-KO für mein Dragoran sein, oder? Was? Nö! Oh, Wutanfall trifft Seedrak King. Das ist bitter für Seedrak King. Ist übrigens von den Werten her ein sehr, sehr interessantes Pokémon, denn alle Werte bewegen sich um 300 herum. Also wirklich alle. KP-Wert, Angriffswert, Verteidigungswert. Und das ist bei einem Pokémon sehr, sehr selten. Und deswegen kann man mit Seedrak King so ziemlich alles anfangen, was einem beliebt. Es hat auch nur eine Schwäche, nämlich Drache. So, natürlich hat er uns mit Seedrak King getestet. Aber ich sehe die Siegesstraße, aber denke mir so, es gibt noch viele Zerschneidebüsche, die wir nicht in Anspruch genommen haben. Das ist extremst ärgerlich. Deswegen müssen wir das jetzt mal dringend machen. Übrigens gibt es hier auch noch eine Surferstelle, die wir nicht genutzt haben. Erkunden wir diese auch mal gerade schnell. Achso, Kaskade haben wir ja. Wunderbar, hier gibt es auch noch einige Blumen. Was machst du denn hier? Willst du kämpfen? Ach ja, das war diese eine Höhle. Ich erinnere mich. Lucario wird von ihm eingesetzt. Haja! Und ich setze natürlich klugerweise Klopsi ein. Wir hätten in diese Höhle anscheinend schon früher hin können, weil Lucario nur Level 31 ist. So, dass es nicht sehr effektiv zieht, aber dennoch einiges ab. Was heißt einiges? Es zieht alles ab. So haben wir Felix besiegt. 3100 Pokédollars in unserem Besitz. Meine Güte. So, das ist diese Höhle, die ich gesagt habe, die natürlich sehr toll ist. So, dann machen wir jetzt mal Kaskade. No. Yes. Toll. Eine ganz schön weitläufige Route. Und die Rekordtafel ist echt ein Segen. So, dann haben wir schon einige Tafeln gefunden. Und setzen jetzt erstmal Surfer ein. Wieder hinunter. Komm.
So, da unten könnten wir auch noch weiter surfen. Gucken wir uns auch mal da noch ein bisschen um, bevor wir in die Höhle reingehen. Es kann uns ja alles Mögliche in dieser Höhle erwarten. So, dann ist hier auch noch irgendwas. So, hier ist nichts, aber hier sehen wir schon einiges. Wieder ein Trainer. Bitte hab jetzt nicht nochmal Lucario, ne? Lauter Ass-Trainer. Tohaido. Level 29. Ja, wir haben einiges nicht erkundet. Deswegen sind die Level der Pokémon hier auch noch so schwach. Rauhaut wirkt, die zieht auch einiges ab. Gardevoir. Level 30. Ich hätte auch Knirscher machen können, der ist jetzt aber aufgrund von dem Typ Fee nur normal, oder? Ich bin immer noch nicht so bewandert mit den Schwächen und Resistenzen der Feenattacken. Ich weiß nur, dass ich besser keine Drachenbomben in den Kampf rufen sollte. Das ist das Einzige, was ich noch weiß. Der Rest ist, naja, eher untergegangen. Da ist eine Beere. Eine Tangia-Beere. Die sagt mir jetzt mal erstmal überhaupt nichts. So, und es gibt wieder ein Stärkerätsel. So, meine Güte, die Stärkerätsel sind aber diesmal nicht so einfach alle. So, jetzt glaube ich, kann ich den Felsen so bewegen. Okay. Ach ja, warum müssen diese Büsche auch so komisch angeordnet sein? So, jetzt können wir hier schon mal den Felsen wegbewegen. Ich muss gerade mal überlegen, den Felsen kann ich dahin nicht bewegen. Okay, dann muss ich das erstmal hier mit dem machen. Ja, es gibt schon wieder starke Rätsel. Es macht doch Spaß, oder? So. Ja. Was ein Glück, können wir hier einfach außen rumlaufen. So, jetzt laufen wir nochmal außen rum. Ja, die Rätsel sind gar nicht so einfach hier. Komm. Schieb, 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 schieb. Nochmal. Und das ist es. Boom. Und es gibt wieder eine TM zu entdecken. Bin mal gespannt, welche das ist. Heieiei. Wie sollte es auch anders sein? Wir müssen natürlich außen rumlaufen. Aber für die TM ist mir das wert. Komm. Boom. Und es ist eine sehr wertvolle TM, nämlich Erdbeben. Die nehmen wir gerne mit. Ach ja. Es hat gerade so ausgesehen, als hätte ich noch weitergehen können. Okay, das ist... Leute, warum bin ich so schlau und gehe einfach nicht hier mit den Felsen in das Wasser drüber? So, das ist die Höhle, die wir gesagt haben, die nicht so toll ist. Die Kammer der Leere. Und es gibt eine Spuktafel in der Kammer der Leere. Klasse. Und was bringt uns die Kammer der Leere, die jetzt mit der Spuktafel so voll war? Tja, das wissen wir leider nicht. Vielleicht gibt es hier irgendwelche Geist-Pokémon oder so, aber das ist jetzt auch eher zweitrangig. Mann, es gibt echt viele Rätsel mit hier, mit Zerschneider. Die müssen wir echt alle nochmal erkunden, weil ansonsten missen wir doch echt einige Sachen. Wir haben gesehen, Erdbeben, also wenn wir das schon nicht mitgenommen haben, dann müsste es bestimmt auch andere Stellen geben mit Zerschneider, wo es natürlich brenzlig werden könnte. Ich frage mich eigentlich, was da nördlich davon ist, von dem Zaun. So, wir finden Elixier. Ich finde es gerade ein bisschen komisch, weil da sieht man doch relativ viel von irgend so einer... Ist das so eine Rennbahn oder was könnte das sein? Aber wie kommt man da hin? Wenn du während des Kampfes bei der Auswahl einer Attacke den L-Knopf gedrückt hast, werden dir verschiedene Informationen zu ihr angezeigt. Ja, das haben wir zum Beispiel auch noch nicht gemacht. So, auf Route 22 waren wir schon wesentlich früher gewesen. Und in Nuvoria City waren wir auch schon wesentlich früher. Denn hier gab es auch den Kleiderladen und ich glaube, es war auch der Ort mit dem ersten Arena-Orden und mit dem EP-Teiler. So, es gibt hier auch einen Kleiderladen. Wir haben schon relativ viel gekauft, das kaufen wir uns auch noch.
So viel kostet das ja nicht mit 800 Bogedollar. Wir haben ja echt mächtig Geld, wie ich sehe. 154.000 noch was. Warum nicht, ne? So, der Uvertweg. Und ihr seht schon, hier erwartet uns wieder ein Zerschneiderbusch, den wir natürlich nicht in Anspruch genommen haben. Und hier finden wir auch einen Beleber. Den nehmen wir gerne mit. So. Dann haben wir das auch erkundet. Gehen wir schnell ins Pokémon Center. Jetzt muss ich gerade mal nachdenken. Es gibt so viele Stellen, wo es Zerschneider gab. Ach Gott. Der eine Wald, ja, der Pokémon-Wald. Da gab es auch viele Stellen mit Zerschneider, wo wir noch nicht erkundet haben. Ich werde jetzt erstmal Turtok nach vorne machen, weil mit Phoenix hat das doch irgendwie relativ wenig Wert, als erstes zu kämpfen. Leider, muss man auch sagen. So, Schlitzohr ist jetzt wieder hinten. So, dann machen wir jetzt erstmal Fahrrad. So, ich weiß gar nicht. Parterreweg. Ach Gott, hier waren wir schon ewig nicht mehr. Vielleicht gibt es ja hier neue wilde Pokémon. Mal gucken. Was haben wir denn hier so? Ladybar? Level 7. Ja. Wie gesagt, wir waren hier schon ewig nicht mehr. Ich glaube, ich habe hier auch keinen Zerschneider eingesetzt. Alter. Wir haben echt viel verpasst durch den Zerschneider, merke ich gerade. Okay, es sieht mir so ein bisschen nach einem Labyrinth aus. Da war ja dieser gigantische Seepferdbrunnen. So, hier ist auch nichts Besonderes. Stimmt, das ist die einzige Route mit Gefälle irgendwie. Ist mir jetzt auch gar nicht mal so aufgefallen. So, wir kommen an eine gigantische Stadtmauer. Ich glaube, das dürfte wohl wieder Stadtzentrum sein. So, weil hier haben wir nämlich, glaube ich, keine Zerschneidebüschchen. Da brauche ich jetzt erstmal nicht darüber nachzudenken, dass es hier irgendwo Zerschneidebüschchen gäbe. Das wäre relativ weit hergeholt. Lass mich mal nachdenken. Die Pokéballfabrik. Ich glaube, östlich von hier gab es einen Zerschneiderbusch. Den habe ich nicht in Anspruch genommen. Ich glaube, es gab sogar zwei. Ja, es gibt relativ viel zu entdecken. Ich habe doch einiges verpasst, muss man auch sagen. Durch diese ganze Geschichte hier mit... Ja. Mit dem Zerschneider. Aber das macht nichts. Aber jetzt gucke ich doch gerade mal. Irgendwie scheint es mir, als wäre es dann doch nicht so. Nee. Hä, wo war denn das nochmal? Das war hier gar nicht. Was, vielleicht hier? Oder hier? Ah, es war in Yatara City, natürlich. Da habe ich Lapras bekommen, ja. Und da gab es südlich und östlich, glaube ich, nochmal zwei Zerschneidebüsche. Alter, das alles, das habe ich verpasst, ey. Ich kann mir denken, da wird es wahrscheinlich mindestens nochmal eine TM geben. So. Nee, ich möchte keinen Wundertausch machen. Ich krieg wahrscheinlich so ein Skoppel oder sowas. Und tausche meinen Dragoran dagegen. So in der Richtung ist auch Wundertausch, oder? So, ich glaube, das ist ein Bärenbaum da hinten. Aber auch das nehmen wir gerne an. Eine Wildbierbeere. Sehr, sehr nett. So, dann machen wir erstmal Surfer. So, und das war doch die Pokémon-Mensch. Mehikel-Farm. Ich finde es immer ein bisschen komisch, dass der Typ dann da rüberschaut und man denkt, okay, ja, ein bisschen falsch. Läuft da irgendwas schief? So, und hier gab es auch einen Zerschneiderbusch. Wunderbar. Seht ihr? Und da habe ich das Item wieder nicht mitgenommen. Weil ich ja wieder keinen Zerschneider dabei hatte. Und ja, warum nimmt man nicht eine Überreste mit? Fragt mich nicht. Ich weiß es nämlich selbst nicht. Danke für die EP-Kraft. Momentan bin ich aber eher am Rumfahren und Zerschneiderbüschchen suchen. So, hier gibt es erstmal eine Fragia-Beere. Nö. So, jetzt muss ich gerade mal gucken. Kugilugi. Es gab so viel Zerschneidebüsche.
Ungewohnt, dass Fliegen übrigens an der zweiten Stelle im Bericht, also im Menümodus steht. Weil vorher stand es nämlich immer an erster Stelle. So, hier war dieser Gebirgspfad. Ein ehemaliger Rihorn-Jockey ebnete das einst unwegsame Gelände dieser Route auf der Durchreise mit seinem Rihorn. Interessant. Es ist bloß komisch, dass es irgendwie keinen Rihorn-Rundkurs gibt. Okay. In dieser Höhle zwischen Route 7 und Rivera City hausen auffällig viele Zubat. Also scheint wohl nicht eine sehr wertvolle Route zu sein. Okay, Meerestitanenhöhle, keine Ahnung, was das bringt. Ich glaube, das waren mittlerweile so fast alle Zerschneiderbüchchen. Wir müssen nochmal zum 8. Orden zurück, weil im Pokémon-Wald gab es da, glaube ich, doch einige Sachen, wo wir durch Zerschneider nicht entdecken konnten. Ärgerlich übrigens. Jetzt müsste ich natürlich wissen, ob es auch auf dieser Route welche gab. Das könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, weil da werde ich jetzt nicht mehr hingehen. Nee, erstmal nicht. Es dauert nämlich ein bisschen, bis wir auf wilde Pokémon wieder treffen werden. Der Irrwald. Jetzt kann ich nämlich wieder Top-Schutz einsetzen. Wo bekommen wir eigentlich Evoli? Das fällt mir mal gerade so auf, ne? Also irgendwie haben wir bis jetzt noch keine Evoli bekommen. Ach ja, die Bären. Die Bären, die Bären, die Bären. So, mal gucken. Da ist noch ein Bärenbaum. Okay. Also der Irrwald ist wirklich zum Verirren groß. So, hier gab es irgendein Item. Das haben wir aber schon soweit mitgenommen. Wir konnten aber in eine Richtung nicht weiter. Ich glaube, das war hier nach oben. Weil da der Zerschneiderbusch wieder in dem Weg war. So, dann bin ich hier, glaube ich, links gegangen. Dann kam dieser Zerschneiderbusch. Ach, hier. So. Weg damit. Was gibt's hier? Zeit für ein bisschen Bearbeit in Sachen Pokémon. Ein Powerfern mit Deden. Die schöne Elektrofeenmaus. Level 54. Ja, es sind schon wieder etwas höhere Level. So, ich glaube, Turtok sollte doch jetzt ein Level erreichen. Hoffen wir es zumindest mal. Interessant, dass eine VM-Attacke so stark ist wie Surfer. Ist ja auch interessant, dass Wasserattacken immer die stärksten VM-Attacken waren. Ja, und Kroko legt einfach mal überall Dreieranstiege hin, außer im Initiative-Wert. Ein sehr, sehr ausgeglichenes Pokémon. EP und Kaufkraft haben nachgelassen. Protein gibt's auch noch. So, so. Also hier kommen wir schon mal nicht weiter. Ja. Also das erste Mal, wo Dornen uns den Weg versperrt haben. Und dann gab's, glaube ich, hier auch noch Dornen. Hä? Das ergibt so null Sinn, ne? Weil wir sind links gegangen, kamen da hinten raus. Also, seid mir nicht böse, aber das ergibt wirklich keinen Sinn. Hä, wie komme ich denn da zu dieser Hexe? Hat die irgendwelche kinetischen Fähigkeiten? So. Gibt's wieder so Bäume? Also bei der Hexe war ich irgendwie noch nicht gewesen. Und da liegt eine VM rum. Ja. Der Irrwald verdient seinen Namen echt alle Ehre. Also ich habe keine Ahnung, wo ich wie lang gehen muss. So, ist das nicht wieder diese Sackgasse? Ja. So, wir wissen schon mal, dass wir nur hier weiterkommen. Das ist schon mal ein positiver Aspekt. Dann wissen wir, dass wir nur noch nach unten gehen können. Dann wissen wir, dass wir... Hä? Das gibt keinen Sinn. Halt. Wir können auch noch hier nach unten. Und dann geht's hier auch nochmal nach unten.
So, jetzt muss ich natürlich die Frage stellen, wo sollen wir hier lang? Hier lang? Ja. Wir sind irgendwie anscheinend wieder in der Sackgasse gelandet. Das ist nicht so toll. Okay, dann gibt es hier noch einen Weg. Okay, hier geht's zum Pokémon-Dorf, das weiß ich noch. Okay, der Weg bringt uns gar nichts. Der Weg führt uns wieder zurück. Irgendwie habe ich langsam das Gefühl, irgendwas stimmt in diesen Bäumen nicht. Hm. Mentalkraut. Ich glaube, das löst Pokémon von Anziehung. Sofern ich mich erinnern kann. Hier waren wir noch nie. Hier waren wir noch nie. Das habe ich sofort gesehen. Ich weiß zwar nicht, wie ich das gemacht habe, aber okay. Hä? Bin ich denn jetzt überhaupt hierher gekommen? Ich könnte fast wetten, hier gibt es seltene Pokémon. Und Duftpilz. Das war auch sehr auffällig, die Stelle. Das ist übrigens das erste Mal, dass wir auf eine Felswand in dem Wald stoßen. Irgendwie scheint mir die Stelle relativ verdächtig zu sein. Okay, wir können also zweimal... Okay, wir fahren hier durch, finden Metallkraut, fahren zurück und finden prompt diese komische Stelle. So, dann gehen wir mal hier nach unten. Dann kamen wir wieder hier raus. Okay, dann gehen wir wieder hier lang. Was passiert jetzt, wenn ich wieder zurückgehe? Ach ja. Und das soll Sinn ergeben. Also irgendwie finde ich das keinen Sinn, aber seid mir nicht böse. Ach ja, meine Güte, 22 Minuten schon wieder rum. Ach, das geht so schnell in Pokémon X. Das geht so schnell. Und das liebe Pokémon-Dorf, hi. Es gibt anscheinend hier auch viele, viele wilde Pokémon. Ein Relaxo, dann dieses Wow-Wow-Pokémon. Wow-Wow. Ach ja, da ist ein Item drin. Wie? Da ist ein Pokémon drin. Ein Deponitox. Das können wir vielleicht auch mal einfangen. Erstmal Surfer und dann Flottball. Clairsmog, was macht denn der? Einiges abziehen und die Statusveränderungen aufheben. Interessant. So, machen wir jetzt mal schnell einen Flottball und fangen noch ein Pokémon in der Folge. Flotti, zacki, schnell. So, die Wahrscheinlichkeit bei Flottball ist ja hoch. Wir haben es auch geschwächt. Und da soll es eigentlich drin bleiben. Eigentlich. Ja, genau dieses Fragezeichen schwebt bei mir gerade auch über dem Kopf, aber meine Spezialverteidigung erhöht sich dadurch leider nicht. Hm. Dann müssen wir wohl bei Hyperball bleiben. Jetzt ist nämlich die Wahrscheinlichkeit von Flottball und von Hyperball gleich hoch. Also gucken wir mal. 1, 2, 3 und drin. Gut, muss das denn unbedingt sein? Ja, es muss auch noch eine Vergiftung in diesem Kampf geben. Das ist natürlich essentiell wichtig. Ich kann dich auch gerne verbrennen, Deponitox, wenn du willst. Aber lass es mal einfach dabei, dass wir dich jetzt mit diesem Hyperball endlich mal einfangen. Es ist schon zum zweiten Mal nach dem dritten Versuch rausgesprungen. Und jetzt ist es auch endlich mal drin geblieben. Deponitox wurde gefangen. So ein bisschen Slimeock-mäßig. Hallo. Gifttyp. Es nimmt mit dem rechten Arm Gegner in den Mangel und gibt ihnen mit dem giftigen Gas aus seinem Maul den Rest. Oder mit Clairsmog. So, es landet in der Kampfbox, aus welchem Grund auch immer. Und ja, mitten aus dem Pokémon-Dorf mache ich dann jetzt erstmal Schluss mit lustig, denn wir haben jetzt, glaube ich, alle Zerschneiderbüschchen erkundet. Und ich würde mal sagen, meine Damen und Herren, in der nächsten Folge geht es damit weiter mit der Siegestraße. Und ich hoffe, diese Folge hat euch Spaß gemacht. Ich fliege jetzt schon mal in Richtung der Siegestraße und hoffe,
dass ich viele Likes und Favorisierungen bekommen werde, weil euch die Folge gefallen hat. Ich bin jetzt erstmal weg und sage bis dann. Servus und tschüss, meine lieben Freunde des Pokémon X-Universums. So, noch schnell hier eingeflogen und dann ist wirklich Schluss. Zack. So, hier sind zwei Videos, die für euch sicherlich ganz interessant sind, nämlich Pokémon Schwarz 2, der erste Teil, und wie sollte es anders sein, die Pokémon-Mythen-Reihe mit dem erfolgreichsten Titel, das Lavandia-Syndrom. Einfach auf das jeweilige Symbol draufklicken und schon seid ihr beim jeweiligen Video angelangt.